Ja, herzlich willkommen zu unserem Marketing Reloaded Kurs. Ein Kurs mit 6 Modulen hier auf meinem YouTube-Channel. Ich darf euch herzlich begrüßen. Ihr wisst, was wir hier machen. 6 Module als Basiswissen für dein erfolgreiches Online-Marketing. Was sind die einzelnen Bestandteile dieses Kurses, das heißt der unterschiedlichen Videos auf diesem Channel hier? Erstens haben wir hier den Überblick. Das haben wir schon gemacht. Könnt euch gerne hier dieses Video angucken. Dann haben wir zweitens die Makroumwelt, sogenannte Pestanalyse. Dann beschäftigen wir uns mit der Mikroumwelt. Dann werden wir uns die Strategie näher angucken, also Unternehmensstrategie, Marketingstrategie und die Strategie des Online-Marketings. Dann kommen wir in die operative Umsetzung, in den sogenannten Marketing-Mix. Den schauen wir uns auch wieder online und offline an. Und sechstens in die Kommunikation, das heißt dann in die persuasive Umsetzung online und offline und auch hier wieder verankert eben das Online-Marketing. In dem heutigen Kurs möchte ich euch die Mark in der, in der, in der, in dem Marketing-Management-Prozess die Makroumwelt etwas näher bringen und euch zeigen, wie man die Makroumwelt prüft. Im Eingangsvideo, also in unserem Überblicksvideo, hatten wir uns einen Case zurechtgebastelt. Und ihr erinnert euch, wir sind davon ausgegangen, wir haben simuliert, wir sind ein Unternehmen aus dem Handel und wir überlegen eben ganz massiv und ganz stark, ob aufgrund dieser Veränderungen des Wandels im Handel, ob es Sinn macht für uns in den E-Commerce einzusteigen und einen eigenen Online-Shop praktisch ins Leben zu rufen. Und wir haben gesehen, dass das zu sehr viel Diskussionen führt, Gott sei Dank. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, okay, dann lasst uns für dieses Vorhaben einmal ganzheitlich strategisch planen. Und jetzt sind wir praktisch dabei in diesem ganzen Kurs, was heißt denn diese Planung, wenn man jetzt loslegen will? Und da sind wir eben im Marketing Management angekommen. Und was ich euch eben zeigen möchte, ist hier am Beispiel eines Online-Shops praktisch diese 360-Grad-Ansicht des Marketing, wie man da vorgeht, etwas näher zu bringen. Denn meine Überzeugung ist, nur ein gutes Marketing-Management ist ein sicheres, ein stabiles Fundament für das später folgende Online-Marketing. In dem Marketing-Management, ihr erinnert euch, ich habe euch das in der ersten Einheit gezeigt. Alle Marketing-Management-Prozesse, egal wo sie herkommen, ob sie von Philipp Kotler sind, ob sie von Meffert sind, ob sie aus dem St. Gallen Management-Institut kommen oder alle sind immer dreiteilig. Also sie ähneln in ihrer Dreiteilung einer Ampel. Und deswegen habe ich hier auch die Farben so unterschiedlich gewählt. Das heißt, rot ist immer die Analyse. Stopp, stehen bleiben, gucken, wo geht's hin? Geht's links, geht's rechts? Nach der Analyse praktisch die Überlegung, wohin gehen wir? Gehen wir links, gehen wir rechts? Wo ist unser erfolgreiches Heute und wo können wir in Zukunft, wo finden wir das erfolgreiche Morgen? Was müssen wir da tun? Und dann eben, wenn die Ampel umschaltet auf grün, sind wir im Marketing-Mix. Das heißt, wir sind in der operativen Umsetzung und hier haben wir dann auch unsere Online-Marketing und unsere Online-Kommunikation verortet. Aber wie gesagt, das haben wir alle schon mal besprochen. Wer die Filme noch nicht gesehen hat, der kann sich ja praktisch dann dieses erste Video hier auf meinem YouTube-Channel nochmal ansehen. Also, wir haben in dem Video, in dem ersten besprochen, dass wir eine sogenannte Makro- und eine Mikroumwelt unterscheiden. Hier zeige ich euch nochmal ganz kurz das Bild der Mikroumwelt. Ich stelle die Mikroumwelt immer als Dreieck dar, einfach nur als Gedächtnisstütze für das Arbeiten in der Praxis, weil ich in dieses Dreieck eigentlich alle relevanten Begrifflichkeiten unterbringen kann, die ich praktisch bei einem ganzheitlichen Konzept bei dem Punkt Mikroumwelt überprüfe. Zum einen ist es der relevante Markt, hier dargestellt durch dieses rote Dreieck. Links daneben immer das eigene Unternehmen, also unser Unternehmen, das jetzt hier in den E-Commerce einsteigen will und einen Online-Shop ins Leben rufen will, also das eigene Unternehmen mit all seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Und auf der anderen Seite natürlich all die Wettbewerber, die in diesem relevanten Markt jetzt mitmischen wollen und die ich praktisch auf dem Radar
haben sollte. Und gleich hier der Hinweis noch mehr, wir werden ja dazu kommen, es müssen immer die direkten Wettbewerber sein, also die, die sowas Ähnliches machen wie ihr. Und ganz, ganz, ganz gefährlich, die sogenannten indirekten Wettbewerber, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und auf einmal hier euch den Markt kaputt machen oder euch aus dem Markt trennen. Und oben auf der Spitze des Dreiecks natürlich der wichtigste Punkt, die Motive meiner Zielgruppen und die Zielgruppen, die dann später eben im Online-Marketing zu meiner Bedarfsgruppe werden. Okay, also Mikroumwelt kennen wir. Heute wollen wir aber anschauen, was ist denn außenrum, weil das sitzt ja nicht einfach irgendwo im Keller, sondern wir sind ja in dieser Welt mit unserem Vorhaben eingebettet. Und dieses Eingebettetsein nennt man eben diese Makroumwelt, hier als dieser rote Kreis, der dunkelrotere Kreis, um den relevanten Markt herum gestaltet. Und die Amerikaner nennen das, was man hier analysiert, die sogenannte Pestanalyse. Das hat aber nichts mit der Pest zu tun, sondern es geht um die Frage, welche externen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben, also hier in unserem Case, den E-Commerce zu vollziehen und einen Online-Shop ins Leben zu rufen. Das heißt, beeinflussen meint also hier, mit welchen Chancen und Risiken müssen wir bei diesem speziellen Vorhaben rechnen? Was beeinflusst unser geplantes Geschäft positiv oder negativ? Also lasst uns mal in diese Umfeldanalyse, in diese Pestanalyse einsteigen. Wie gesagt, es kommt, es ist die Abkürzung, die Bezeichnung Pest aus Political, Economical, Social und Technological Analysis. Und da hat man dann eben diesen Abkürzungsbegriff Pestanalyse gewählt, hat aber wie gesagt eben mit der Pest nichts zu tun. Okay, wenn ich diese Pestanalyse durchziehe, dann schaue ich mir das natürlich, all diese Punkte werden wir gleich machen, unter dem Vorhaben. Und unser Vorhaben ist der Online-Shop, also der Einstieg mit einem Online-Shop in den E-Commerce. Das ist praktisch die Messlatte, die Brille, unter dem wir all die Punkte, die jetzt nachher dann gleich kommen, prüfen, um dann an dieser Stelle schon erste Warnsignale oder Hinweise zu bekommen, die wir dann für die Entwicklung einer Marketing- und einer Online-Marketing-Strategie praktisch als Futter unbedingt benötigen, weil sonst die Sache einfach nicht erfolgreich sein wird und wir diesen Online-Shop oder diesen Webshop massivst gegen die Wand fahren werden. Okay, also, was machen wir da eigentlich? Das heißt, der erste Punkt wird sein, wir greifen uns jetzt Informationen ab. Die Frage ist ja, wo kommen denn diese ganzen Informationen her? Ich habe euch ein paar Punkte hier aufskizziert. Aus Wirtschaftsinstituten, aus Forschungsinstituten, Analyseberichte, von den statistischen Ämtern und Bundesämtern, von den Landesministerien, Wirtschaftsdatenbanken, von Kongressen, aus der Presse, Ratingagenturen, internationale Organisationen und vieles mehr. Also wir können für die Analyse auf unterschiedlichste Quellen zurückgreifen und unsere Analysen in der Makroumwelt beginnen. Die Einteilung, dass man sagt, naja gut, in welche Schubladen stecken wir denn diese ganzen Informationen, die wir jetzt sammeln? Und da möchte ich euch vorstellen, in diesem Tool, das ist eigentlich der Hauptpunkt, in diesem Modul, Entschuldigung, dass wir eben das ein bisschen aufteilen, ja, dass wir uns unterschiedliche Ebenen, Betrachtungsebenen raussuchen, wo wir sagen, naja, wo wirkt denn, wo entstehen denn Chancen und Risiken, in welchen Bereichen? Und die Bereiche sind folgende. Einmal, welche gesellschaftlichen Trends, Bewegungen, Veränderungen wirken auf unser Vorhaben ein, sowohl als Chance als auch als Risiko. Welche kulturellen Faktoren müssen wir unbedingt auf dem Radarschirm haben? Wie sieht es aus mit staatlichem Einfluss, mit rechtlichen Vorgaben? Wie sieht es aus mit politischen Änderungen, die bevorstehen, die ins Haus stehen? Und wie sieht es aus mit der Technologie? Wie verändern Technologien derzeit? Welchen Einfluss könnten Technologien, Klammer auch,
eben auch disruptive Technologien auf unser Vorhaben Online-Shop haben? Wie sieht es aus mit der Wirtschaft, wirtschaftliche Faktoren? Und was müssen wir mit Blick auf die Umwelt beachten? Und damit haben wir ein sehr schönes, einfaches Raster bestehend aus diesen 8 Prüfpunkten, mit dem wir die Makroumwelt eigentlich sehr, sehr, sehr schnell überprüfen können. Also wenn ihr an einem großen Projekt arbeitet oder wenn es euer eigenes Projekt ist, würde ich mir hier sehr, sehr viel Zeit lassen und auch wirklich versuchen, diese Punkte zu überprüfen und eben auch festzulegen, wo kommt die Information her und das eben auch festhalten. Ja? Also ihr müsst es belegen können. Solltet ihr mit diesem Marketing-Management-Prozess an einer Universität oder an einer Hochschule arbeiten, für die Bachelorarbeit oder für die Master oder für die Studienarbeit, dann bitte hier, ihr müsst alles belegen, mit Studien zitieren und es eben auch festlegen, wo ihr diese Analysepunkte und eure Überlegungen, wo ihr die hernimmt, dass das eben auch belegt ist. Also, es geht um die wichtigsten Einflussfaktoren für unser Unternehmen, respektive für unser Vorhaben hier in unserem Beispielsfall, dass wir in den E-Commerce einsteigen wollen und dass wir einen Online-Shop ins Leben rufen wollen. Okay, beginnen wir mal damit. Also das Erste ist, ihr hockt euch hin, schaut euch euer Vorhaben an, ihr setzt eine Brille auf, deswegen hier dieses Bild, ihr setzt die Brille auf und die Brille sagt euch immer, alles, was wir jetzt prüfen, alles, was wir jetzt anschauen, alles, was wir jetzt analysieren, alles, was wir jetzt kontrollieren, gucke ich mir immer durch die Brille unseres Vorhabens. Das heißt, wir wollen einen Online-Shop gründen und ins Leben rufen, gucke ich mir das an. Also, ich steige ein in die Gesellschaft und frage mich, welche gesellschaftlichen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben Online-Shop. Und an dieser Stelle vielleicht ein Tipp, weil diese Vorgehensweise gilt natürlich nicht nur für den Online-Shop, sondern ihr könnt die Makroumwelt eigentlich immer nach dem Schema, so wie wir es jetzt machen, durchprüfen. Und es ist ganz gleich, was dann da oben drin steht. Ja, da, wo der gelbe Punkt ist, das gelbe Dreieck ist. Ob ihr jetzt reinschreibt, Gründung eines Online-Shops, ob ihr reinschreibt, Einführung eines Seminars, ob ihr reinschreibt, Verkauf von neuen Produkten, ob ihr reinschreibt, Lead-Generierung für ein Immobilienbüro. Das Vorhaben ist eigentlich egal. Also, was ich euch zeigen will, ist ein roter Faden, eine Checkliste, die ihr blitzschnell durchgehen könnt, um in diesem ganzheitlichen Gesichtspunkt nichts zu vergessen und die wichtigen Punkte praktisch auf dem Radarschirm zu haben. Okay, also wieder zurück zu unserem Vorhaben hier. Wir wollen einen Online-Shop ins Leben rufen. Also, welche gesellschaftlichen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben Online-Shop? Und es könnten jetzt sein, zum Beispiel Megatrends und aktuelle Trends. Also analysiere ich und sage, was gibt es denn da alles? Was verändert sich momentan? Wie sieht es denn aus mit gesellschaftlichen Werten? Was sind die Werte der Gesellschaft? Verändern sich die? Beeinflusst es im positiven oder im negativen Sinne meinen Online-Shop, den ich da ins Leben rufen will? Wie sieht es aus mit Konsumgewohnheiten? Haben sich die Konsumenten verändert? Ist das Konsumentenverhalten verändert? Wie kaufen die Konsumenten ein? Bin ich da richtig positioniert mit meinem Online-Shop? Was habe ich denn für Konsumenten? Kommen die aus dem Business-to-Business-Bereich? Oder sind die aus dem Business-to-Consumer-Bereich? Und meine Zielgruppe, wie kauft die denn ein? Ist die Zielgruppe online? Wenn ja, wo? Nächster Punkt, was sind dann die Customer Touchpoints meiner Kunden? All das wird dann kommen in den nächsten Punkten. Aber es geht aus von den Konsumgewohnheiten. Also, Konsumgewohnheiten anschauen. Zum Beispiel dieses Verhalten Research offline, Purchase online. Also alles ganz, ganz, ganz wichtige Punkte, die jetzt mein Vorhaben Online-Shop tangieren können. Ja, der Kunde, der Konsument ist aufgeklärter durch das Internet als jemals zuvor. Also wenn ich früher im stationären Handel bestimmte Sachen regeln konnte, behaupten konnte, bepreisen konnte, darstellen konnte, heute ist das alles ganz anders. Es ist transparent,
Der Kunde ist aufgeklärt, er kommt sogar mit dem iPhone oder mit dem Android in den Laden, vergleicht Preise, kontrolliert und checkt und ist eigentlich dem Verkäufer im stationären Handel durch sein Google-Wissen und durch den Zugriff auf Siri und durch den Zugriff auf Suchmaschinen, was den Content betrifft, eigentlich weitaus überlegen. Und das muss ich beachten. Freizeitverhalten. Könnte das geänderte Freizeitverhalten eine Auswirkung auf den Online-Shop haben? Wie sieht es aus mit der Alterspyramide? Wir werden immer älter. Deutschland immer älter, immer älter, immer älter. Hat das was zu tun mit der Gründung unseres Online-Shops? Sind unsere Zielgruppen, kaufen unsere Zielgruppen im Online-Shop ein oder sind sie es noch immer gewohnt, über das Kataloggeschäft, Stichwort Versandhandel, einzukaufen? Oder kaufen die älteren Damen und Herren, weil es bequemer ist und aus ihrer Sicht vielleicht sicherer ist, übers Fernsehen, HSE, also responsive, übers Fernsehen. Also Alterspyramide beachten mit all den Auswirkungen, sowohl positiv als auch negativ. Welchen Trend, der Trend Urbanisierung, was hat das zu bedeuten, eventuell für einen Online-Shop der Zukunft? Wie sieht es aus mit Nachhaltigkeit? Auch ein Trend in der Gesellschaft, ein Megatrend, der viele Dinge heute steuert und einfach bedacht werden muss. Und die Mobilität. Wir werden alle immer mobiler, egal ob wir jung oder alt sind. Die Gesellschaft ist mobil. Was heißt das jetzt für meinen Online-Shop? Natürlich heißt es, mein Online-Shop muss mobile first funktionieren. Aber was bringt das noch alles mit sich? Also ihr seht, es gibt eine Vielzahl, das sind nur ein paar Beispiele hier, die ich unter dem Punkt Gesellschaft subsumieren kann und mir überlege, Mensch, was kommt denn da alles auf uns zu? Was müssen wir in Zukunft beachten, wenn wir einen Online-Shop ins Leben rufen wollen? Der nächste Prüfpunkt, auf den wir gucken, ist die Kultur. Das heißt, welche kulturellen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben? Und auch hier prüft einfach wieder durch, welche Einflüsse von Ethik und Religion könnten Chancen und Risiken bergen. Wie sieht es aus mit der Arbeitsmentalität? Beeinflusst die Arbeitsmentalität der Gesellschaft unser Vorhaben Online-Shop? Müssen wir da was berücksichtigen? Wie sieht es aus mit dieser Entwicklung Work-Life-Balance? Ist auch hier irgendetwas zu beachten? Wie sieht es mit den veränderten Grundbedürfnissen der Menschen aus? Wie sieht die Nachhaltigkeit auch hier im kulturellen Bereich aus? Auf was müssen wir Acht geben? Und wie sieht es aus mit der Einstellung zur Bildung, Bildung und Forschung? Ist das irgendwie wichtig für uns oder ist es ein Punkt, den wir hier vernachlässigen können? Ein wichtiger Punkt wird wahrscheinlich der Konsumhunger sein der Menschen. Ist der starke Drang zu Impulskäufen. Was heißt das für unseren Online-Shop? Wie muss der später gestaltet werden? Was müssen wir beachten? Und so weiter und so weiter. Auf welche soziale Tabus müssen wir unbedingt Rücksicht nehmen? Also ihr seht, auch Kultur im engeren Sinne, wir haben eine Vielzahl an Prüfpunkten, die wir eigentlich rasterartig durchgehen bei der Einführung eines Online-Shops. Der nächste Prüfpunkt, wie fasse ich immer zusammen? Es ist Staat, Recht und Politik. Also das heißt, welche staatlichen, rechtlichen und politischen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben? Und hier sind es halt Prüfpunkte wie globale Entwicklungstendenzen, lokal und internationale Konflikte, die uns beeinflussen. Auch die Stabilität des gesellschaftlichen und politischen Systems, in dem wir verkaufen wollen. Handelsentwicklungen, Abkommen, auch jetzt, was alles hier passiert in der globalen Welt. Denken wir an Amerika, denken wir an Trump, was wird hier passieren? Wie sieht es aus mit den Handelsentwicklungen und muss ich das in einem Online-Shop berücksichtigen? Und wenn ja, wie? Protektionismus, abblocken, Mauern bauen, Zäune ziehen. Was heißt das für uns? Was heißt das für die Zielrichtung Online-Shop, wohin wir verkaufen? Oder woher die Produkte kommen. Also alles Dinge, die ihr, wenn ihr einen Online-Shop ins Leben ruft, bitte beachten sollt. Auch Sachen wie Patentrecht, Produzentenhaftung, alles wichtige Dinge, die ihr bitte auf dem Radar haben sollt. Und natürlich auch die Steuerpolitik, je nachdem, in welchem Land ihr seid, Deutschland, Österreich oder Schweiz oder wer weiß wo. Und dann eben Regulationen und Deregulationen, auch die solltet ihr bitte auf eurem Radar haben.
Der nächste Punkt ist eigentlich ganz spannend. Das ist die Technologie. Das sind technologische Veränderungen. Welche technologischen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben Online-Shop oder E-Commerce? Innovationen. Innovationen werden dann nicht nur den Shop betreffen. Das werden nicht nur Veränderungen sein. Wie sieht der Shop der Zukunft aus? Wie muss der gestaltet sein? Responsive, mobile-tauglich, das sowieso. Aber welche Innovationen könnte der Shop noch bieten? Was ist mit disruptiven Techniken? Gibt es irgendwelche Dinge, die auf uns zuwalzen in der Branche, in der wir sitzen, die Dinge, die wir verkaufen wollen, wo heute ganz andere Technologien praktisch über eine Nische kommend von den Kunden langsam akzeptiert, nun traditionelle Mitspieler, Player in diesem digitalen Spielfeld komplett verdrängen oder an die Wand fahren, weil sie eben auf alte oder veraltete Techniken gesetzt haben oder eben nicht geglaubt haben an die Innovation oder dass die Innovation eben die Märkte verändert. Also Vorsicht, aufpassen, hier immer auf dem Radar sein und gucken, was da ist. Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit von Energie, Erdöl, Gas und Energietechniken? Was passiert hier? Beeinflusst das in diesem Bereich, wo wir reingehen wollen, den E-Commerce? Dann Entwicklung von Rohstofftechnologien. Beeinflusst uns das? Aber ihr seht, das sind Prüfpunkte, die ich jetzt nicht speziell für den Online-Shop erwähnt habe, sondern einfach Punkte, die ich erfahrungsgemäß in diesen einzelnen Punkten überprüfe. Also hier bei dem Punkt Technologie. Ja, also je nachdem, welches Vorhaben ihr oben reinpumpt, überlegt euch, lasst mal diese Punkte Revue passieren und überlegt euch, ob da Chancen und Risiken für euer Vorhaben entstehen könnten. Produktionstechnologien, auch ganz wichtig beim Punkt Technologie. Schlüsseltechnologien, Substitutionen, was wird verdrängt? Und Informations- und neue Kommunikationstechnologien, die können natürlich auf alle Fälle auch unser Vorhaben Online-Shop beeinflussen. Also Rationalisierungen und so weiter und so weiter. Also nochmal, geht bitte die Prüfpunkte durch. Die Punkte, die ich euch hier rein habe, sollen beispielhaft sein, was man unter den Punkten subsumieren kann, also hier bei dem Punkt Technologie. Das muss aber jetzt nicht alles zutreffen für einen Online-Shop. Ich wollte euch nur damit zeigen, wie man methodisch hier vorgeht. Ja, dann kommt der Punkt Wirtschaft. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in der Makroumwelt immer geprüft wird. Welche wirtschaftlichen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben? Verfügbare Einkommen, Bruttosozialprodukt, Konsumentenpreise, die akzeptiert sind, die kommen werden. Wie schaut es aus mit den Großhandelspreisen? Wie sieht es aus mit saisonalen Schwankungen? Außenhandelsentwicklung, was passiert da momentan? Wie ist die Staatsquote? Wie ist die Zinsentwicklung? Was ist mit dieser Nullzinspolitik? Hat das einen Einfluss auf mein Vorhaben? Wenn ja, wie? Wie sieht es aus mit Verschuldungen und so weiter und so weiter? Also auch ihr seht viele, viele Punkte, die ihr unter Wirtschaft subsumieren könnt. Mit Sicherheit nicht vollzählig, aber einfach um euch mal die Methodik zu zeigen. Und ihr könnt es ja dann passend zu eurem Vorhaben, zu eurem eigenen Vorhaben, zu eurer Branche mit den wichtigen, für euch wichtigen Punkte auffüllen, subsumieren und dann eben diskutieren, ob daraus Chancen und Risiken für das Vorhaben entstehen. Ja, nach der Wirtschaft haben wir den Punkt, oder den letzten Punkt, den achten Punkt, das ist die Umwelt. Dem kann sich praktisch auch fast niemand mehr heute entziehen. Das heißt, welche ökologischen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben? Das sind Themen wie Umweltschutz, das sind Themen wie Emissionen, Umweltverschmutzungen, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit. Woher kommen die Produkte? Wo werden die produziert? Wer macht die Produkte? In welchen Ländern? Unter welchen Bedingungen? Und das kann natürlich, solche Punkte sind natürlich hochinteressant für einen E-Commerce oder für einen Online-Shop, weil der dir das ganze Geschäft über Nacht praktisch kaputt machen kann, wenn da irgendwelche Dinge rauskommen, die nicht so sein sollten, wie man sie sich gerne wünscht. Den CO2-Abdruck, der Klimawandel, Naturschutz, Bioprodukte, Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen. Also ihr seht, auch der Herstellung im Handel, wo kommen die Produkte her? Das meinte ich vorhin, also Fair Trade. Also ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Prüfpunkte in diesem Bereich der Makroumwelt und die solltet ihr bitte alle auf dem Radar haben und geht das einfach mal durch für euch selber.
Nehmt euch euer Vorhaben und spielt dann, setzt euch die Brille eures Vorhabens auf und schaut euch dann diese Punkte an. Schreibt euch die Punkte raus. Ich mache mir einfach immer so ein ganz einfaches Schema. Für jeden der 8 Prüfpunkte, also Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, Technologie, Wirtschaft und Umwelt. Und ich schreibe mir dann immer so die wichtigsten Punkte heraus. Also zum Beispiel bei dem Thema Gesellschaft, welchen Faktor habe ich da erkannt? Ist der für uns eine Chance oder ein Risiko? Und so spiele ich die Punkte durch und trage sie mir dann einfach ein. Also ich erkenne zum Beispiel den Faktor, Achtung, Megatrend, die Leute wollen immer mobiler werden, die Gesellschaft verändert sich, die Gesellschaft ist mobil. Was heißt das? Das könnte jetzt eine neue Chance sein, das könnten daraus neue Technologien entstehen. Die Chancen könnten sein, auch wir könnten neue Technologien testen, ausprobieren, testen. Und Risiko ist, okay, wenn wir uns eben dessen verweigern, wenn wir eben nicht wollen, dass wir uns eine blutige Nase holen, was ja leider immer wieder in Deutschland oder in Deutschland immer noch so gang und gäbe ist, dass eben verbohrte Festungskommandanten eben sagen, es gibt keine technologische Disruption, es gibt keine Veränderungen. In unserer Branche ist es ganz anders, bei unseren Kunden ist es ganz anderes und die einfach um ihre Festung eine Mauer ziehen und dann doch irgendwann bitterböse erkennen müssen, dass der Zug abgefahren ist und ja, dass sie die Firma praktisch gegen die Wand gefahren haben, weil sie diesen Trend nicht mitgegangen sind und nicht versucht haben, aus diesem Trend etwas zu machen. Oder der gesellschaftliche Faktor, dass die Leute aufgeklärter, wir Menschen, wir Kunden, wir Konsumenten, wir sind durch das Internet, ob wir es wollen oder nicht, in Echtzeit aufgeklärt. Wir können alles nachfragen, ask Google, wir fragen Google alles Mögliche. Ja? Es zählt, was echt ist und das kann ich sofort nachprüfen. Und auch hier die Chance ist eben ein Paradigmawandel im eigenen Unternehmen vielleicht zu vollziehen, dass wir sagen, wir müssen offener kommunizieren. Es macht gar keinen Sinn, unsere Ideen, unsere Forschungsideen zu vergraben und zu verstecken, sondern wir müssen raus damit, dass die Leute mitarbeiten, dass die Leute das sehen, dass wir eben ein bestimmtes Image bekommen. Das ist die Chance. Und das Risiko ist eben auch hier keine interne Akzeptanz weiterhin zu verstecken, weiterhin hinter der Mauer sich verbergen, weiterhin in diesem Silo-Denken vor sich hin brödeln und da eben auch wieder den Anschluss zu verlieren. Oder die Alterspyramide, ja, auch ein demografischer Faktor in der Gesellschaft, der ist da, müssen wir, egal in welcher Branche wir arbeiten, einfach umgehen und müssen sagen, okay, was heißt das für uns? Was heißt das für unsere Branche? Was heißt das für unsere Produkte? Was heißt das für uns? Welche neuen Produkte machen in Zukunft Sinn mit Blick auf die sich verändernde Altersstruktur? Und auch hier, wenn wir das nicht aufpassen, ist die Gefahr, dass wir den Anschluss verlieren und Produkte für Menschen entwickeln, die so in dieser Form einfach nicht mehr benötigen. Also, ihr seht, ich gehe nach so einer kleinen Checkliste alle möglichen Punkte durch, diese 8 Prüfpunkte der Makroumwelt, Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, Wirtschaft, Technologie und Umwelt. Und ich sammle einfach hier die wichtigsten Punkte. Ich versuche die dann zu verdichten und nimm mal aus jedem Punkt, sagen wir mal so, die 3 größten Chancen heraus, die 3 größten Risiken, wenn da welche vorhanden sind. Aber zumindest habe ich geprüft und ich habe es auf dem Radarschirm und kann das dann im nächsten Punkt und im nächsten Schritt dann einmal für meine SWOT-Analyse, die wir dann auch noch machen werden, und für den SWOT-Optionengenerator und dann eben letztlich, wenn die Ampel umschaltet auf Orange, wenn ich dann eben in der Unternehmensmarketing oder der Online-Marketing-Strategie bin, dass ich eben weiß, okay, in diese Richtung müssen wir gehen, weil wir die und die Optionen aufgrund dieser erkannten Chancen und Risiken eben haben und in Zukunft beachten sollen. Okay, also das war schon wieder die Makroumwelt hier in unserem Marketing-Management-Prozess. Kurs, der aus unterschiedlichen kleinen Videos bestehen wird. Ich werde immer in kurzen Abständen jetzt versuchen, dieses Thema zu beenden und weitere Filme hier und Lerneinheiten hier auf meinen YouTube-Channel zu stellen. Ich hoffe und vielen Dank für die, die es jetzt ausgehalten haben, sich das alles anzuhören. Ich hoffe, dass ich für diejenigen vielleicht ein bisschen was rüberbringen konnte, einmal für das eigene Business und für Studenten und Studentinnen einmal noch eine Zusammenfassung, was wir ja auch so an der Universität und an der Hochschule machen. Ja, dann darf ich mich recht herzlich bedanken. Solltet ihr Fragen haben, ruft mich einfach an oder meldet mich an oder nutzt die Links hier in meinem YouTube-Channel. Und ich werde mich in nächster Zeit
dann melden und dann haben wir eben diesen Punkt Mikroumwelt, den wir dann auch wieder hier zusammen bearbeiten und besprechen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann immer auch ihr hier zuhört. Tschüss, euer Peter.